Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herr Stroms Ursachen. Heute mit der Frage, wo bekommen Sie eine neue Rolex Submariner für unter 5000 Euro? Die Antwort nach dem Zeigefinger. Mein Name ist Bernhard Strom und heute möchte ich der Frage schlechthin nachgehen. Ich nenne es einfach mal, Frage der Woche. Falsch. Es ist die Frage des Monats, es ist die Frage des Jahres, es ist die Frage aller Fragen schlechthin, wenn Sie Händler sind oder irgendwie irgendwas mit Uhren zu tun haben. Es ist die Frage überhaupt, die nur beantwortet werden kann, eigentlich mit 42. Sie wissen Bescheid. Nein, jetzt mal ernsthaft. Die Frage schlechthin, die mir immer wieder gestellt wird und auf die ich Ihnen heute endlich mal die Antwort gebe, heißt: Herr Strom, wo kriege ich eine nagelneue Rolex Submariner her und das für unter 5000 Euro? Diese Frage wird Ihnen eigentlich niemand beantworten und an dieser Stelle kann es nur einer machen, nämlich ganz ehrlich, ich, Herr Strom. Die Antwort lautet: Richtig. Nirgendwo. Es gibt keine nagelneue Rolex Submariner für unter 5000 Euro. Wir reden von einer echten. Also ist diese Frage auch vollkommen hinfällig. Warum ich jetzt so ein ganz klein bisschen genervt reagiere, auch ein bisschen angefressen, ist Folgendes und deswegen habe ich das auch jetzt hier so reißerig gemacht. In meinen Seminaren, in vielen Gesprächen, in vielem Smalltalk, wenn Menschen mitbekommen oder es wissen, dass ich was mit Uhren zu tun habe als Sammler und auch als Händler, können wir uns eine Stunde lang über die Haute Horlogerie unterhalten. Das heißt also über feinste Uhren, über Uhren aus Glashütte, über Grande Complication, über alles Mögliche, über das Sammeln, über finissierte Werke, bis in die kleinsten Tiefen der Komplikationen und der ewigen Kalender. Und dann ganz zum Schluss, wenn man sich verabschiedet und wenn man dann sagt Tschüss bis zum nächsten Mal, war ein sehr, sehr spannendes Thema, dann kommt doch immer wieder mindestens einer um die Ecke und kommt dann und sagt: Herr Strom, ganz kurz, kommen Sie günstig an eine Rolex ran? Wenn ich gut drauf bin, sage ich sehr, sehr nett, Sie haben gerade zwei Worte in einem Satz benutzt, die da überhaupt nicht zusammengehören. Das war einmal Rolex und zweitens günstig. Man kommt nicht günstig an eine Rolex ran. Der nächste Fehler bei diesem Satz ist, wenn Sie mich als Händler fragen oder einen anderen Händler, kommen Sie günstig an eine Rolex ran, kann ja durchaus die Antwort sein, ja, komme ich, wie auch immer. Aber warum gehen Sie davon aus, dass ein Händler, der günstig an eine Rolex drankommt, oder nehmen Sie auch gerne eine Patek Philippe, der günstig an eine solche Uhr rankommt, sie auch Ihnen günstig verkaufen würde? Warum sollte er das tun? Der Mann oder die Frau leben davon, dass sie das tun. Zum fairen Preis. Alles okay. Und heute gibt es letztendlich, ja, ich sag mal, keinen Listenpreis mehr. Wir haben uns schon mehr wie einmal drüber unterhalten. Deswegen, versuchen Sie erst gar nicht in diese Schiene Gier frisst Hirn reinzurutschen mit der Frage, wo kriege ich eine günstige her? Ich verrate Ihnen noch eins. Wissen Sie, warum es oftmals keine günstigen Rolex mehr gibt? Weil genau die Menschen, die mich nach einer günstigen Rolex fragen, dafür sorgen, dass es nie mehr günstige Rolex gibt. Denn ganz viele fragen mich einfach nur: Herr Strom, kommen Sie günstig an eine Rolex dran? Was Sie mir dann nicht sagen oder nicht verraten, ich es aber Ihnen von den Augen ablesen kann, ist, wenn Sie günstig an eine Rolex rankommen, kann ich die morgen teuer verkaufen. Das heißt, dieses Günstige gilt dann nur für mich. Ich hätte sie gerne günstig und dann verkaufe ich sie teuer, denn damit kann ich einen riesengroßen Schnitt machen. Deswegen ist das mit ein Grund, weil diese Uhren, Rolex, AP, Patek Philippe, bei vielen, vielen angeblichen Sammlern komplett verkommen sind, einfach nur zu Kapitalanlagen oder zum schnellen Geld. Deswegen gibt es das nicht mehr. Deswegen gibt es keine günstige Patek Philippe. Deswegen gibt es auch immer weniger Händler oder Konzessionäre, die wirklich fair gegenüber ihren Kunden sagen: Okay, ich gebe dir auch zum Listenpreis raus. Manchmal sogar mit Rabatt. Das gibt's, das mag es geben. Hut ab vor allen Kollegen. Aber ich als
freier Händler komme nie an solche Uhren dran. Günstig, ja, wenn ich sie irgendwo finden würde. Deswegen, Obacht, es gibt keine günstigen Rolex, auch nicht auf dem Flohmarkt, auch nicht bei eBay, auch wenn es dort ein Dachbodenfund ist von Opa. Beim Umzug sind die Papiere verloren gegangen. Und trotzdem, ich schwöre, ist absolut echt. Ich stehe meinem Guten mit meinem guten Namen dafür, dass die echt ist. Vergessen Sie es. So viel zum Thema, wie komme ich an eine nagelneue Rolex für unter 5000 Euro. Ich musste es mir einfach mal von der Seele reden. Ich glaube, ich hoffe, Sie verzeihen es mir. Fragen Sie einfach nicht mehr nach. Es gibt keine. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ach ja. Im nächsten Video, gucken Sie mal rein, im nächsten Video habe ich nochmal ein normales und anständiges Thema, mit dem man dann vielleicht ein bisschen was lernen kann. Aber ab und zu muss ich mir den Frust auch mal von der Seele reden. Wenn Sie bis jetzt zugehört haben und mir nicht böse sind, danke ich Ihnen ganz herzlich dafür. Bleiben Sie mir gewogen, gucken Sie das nächste Video, wir sehen uns dann. Na, Sie sehen mich. Ich bedanke mich ganz herzlich und sollten Sie ansonsten noch Fragen haben, schreiben Sie sie mir. Sie können mich alles fragen, bis auf die eine Frage nach der neuen Rolex für 5000 Euro, an die ich dann noch günstiger drankomme. Ganz herzlichen Dank und bis dann. Ihr Bernhard Strohm.